Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Slime Rangers. Ja, wir haben letztes Mal damit geendet, dass wir unsere blauen Steinschleime gekreuzt haben mit den Tabby-Schleimen, die wir hier sehen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir können erstmal ein bisschen einsammeln, das bringt Geld, wenn sie mich lassen. Das wäre natürlich vielleicht auch praktischer, sobald wir hier mal den Sammler bauen. Dann kann ich nämlich hier gefahrlos rein. Ich habe nicht Gefahr, dass sie mich wieder verletzen. Auf diese Weise zum Beispiel. Wie viele haben wir denn eigentlich? Das sind 2, 3, 4, 5. Ein paar können wir noch gebrauchen. So, aber erst noch ein bisschen Geld verdienen. Gut, das ist jetzt nicht sehr viel, aber man muss ja auch klein anfangen. Und ich sehe, wir haben Post. Wie gesagt, die Story überspringe ich jetzt mal großzügig. Genau, wunderbar. Okay, was würden wir denn... Was machst du denn hier draußen? Komm mal rein. Und so dankst du mir, dass du mir wehtust. Ich gebe dir ein Obdach und Nahrung. Okay, was könnten wir denn gebrauchen? Das Fangnetz für oben. Ja, vielleicht auch nicht schlecht, die würden wir nicht so oft ausbüchsen. Wenn das häufiger passiert, nehmen wir das. Aber erst einmal, das brauchen wir nicht. Der Plotsammler, der wäre ganz interessant und der Fütterungsautomat auch, aber der Sammler sogar mehr. Da brauchen wir einfach so 500. Ich bräuchte eigentlich auch noch Gehege für ein paar andere dann. Na gut, schauen wir mal, was wir so finden. Nehmen wir mit, das Geld. Ja, für euch nachtaktiv habe ich auch schon was überlegt. Das machen wir aber später, wenn es soweit ist. Komme ich zu den Dicken da gut runter? Dass ich mich nicht verletzen kann. Nö, wunderbar, hält aus. Wenn wir nämlich diese Larkus hier füttern, dann können wir andere Sachen freischalten. Zum Beispiel Schlüssel für versteckte Bereiche. Allerdings brauchen wir da relativ viel Futter. Es gibt Fisch, können wir hier ja schon geben. Okay. Ja, den kriegen wir auch noch. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal wieder zurechtfinden. So. Komm her, dich brauchen wir. Dich nehmen wir auch mit. Na, versteckt euch nicht, kommt her. Oh, das können wir für die andere Katze hier drüben haben. So. Hey, hör auf mich zu tackeln. Ach, die verspielt kleinen Kätzchen hier. So. Moment. Da drüben ist er. Fast vorbeigelaufen. Ja, als Fleischfresser brauchen die halt Fleisch. Und das wird eine Weile dauern, ehe wir den voll haben. Ach ja, stimmt ja, hier sind diese Aggressiven, die ja nicht böse sind in dem Sinne. Aber trotzdem mir wehtun wollen. Ich glaube, hier komme ich auch noch mal gar nicht weiter. Ja, da drüben sehen wir von Weitem schon das Ende im Gelände. Hier geht zwar weiter, hier brauche ich aber erstmal den Schlüssel. Und dann muss ich erst einmal der Lagos so weit füttern. Ja, momentan sind wir schon recht eingeschränkt. Wir haben jetzt ja eigentlich nur drei Schleimarten, oder? Die blauen, die Tabbies und unsere pinken. Ja gut, wäre auch langweilig, wenn von Anfang an alles frei wäre. Seid lieb, seid lieb. Ah,
Seid mir aber auch immer im Weg. Komm, geh. Das ist nämlich auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr mal so einen großen Schleim loswerden wollt. Ab damit ins Wasser. Du bist noch klein, du gehst nicht weiter. So. Vielleicht konzentrieren wir uns am besten wirklich darauf, dass wir erstmal ein Gehege und die dazu passende Nahrungsversorgung gut ausbauen. Ah, ein Geldkettchen. Wenn ich jetzt was zum Füttern hätte, würde ich mir Geld geben. Genau so. Seid lieb. Ja, diese Leuchten, die sind nur in der Nacht aktiv. Tagsüber zerstört sie. Werden wir wahrscheinlich bald sehen. Das sind ja auch so vom Aussehen her ein paar meiner Liebsten. Na, da haben wir dann noch 5, wenn er mir nicht wehtun würde. Komm her. So. Ach, die alltäglichen Gefahren eines Lime Rangers. Hab ich keinen Platz frei. Ihr werdet euch schon das Foto holen, wenn ihr es braucht. So, zurück zur Farm. Ich jetzt erstmal Mist baue. Gebe schon lieber den pinken Plot erstmal ab. Den Phosphor-Plot auch. So. Füttern wir euch erstmal. Ach, jetzt. So. Hier, du hast dich freut, das ist wirklich. Tut mir vor allem nicht weh. So. 500 brauchen wir. Euch jetzt zurecht gefunden. Wir müssen los begeben. Ja, und den Plot-Sammler wird das hier natürlich jetzt eher eine unangenehme Angelegenheit. Gut, dass es für eine Zeit wieder heilt. Das hätte ich jetzt ja schon Probleme gehabt. Vielleicht reicht es ja mal schon. Ganz lieb sein. Das ist gut. So, was wollten wir? Erst einmal den Plot-Sammler. Okay. Was ist er jetzt? Ach, da steht es auf X zu aktivieren. Nee, das ist zum Bauen. Genau das suchte man. So, ihr seht hier erstmal zwei Xer. Sieht da mal entscheidend, weil das ist. Und jetzt sollte er eigentlich alles einsammeln. Wenn ich jetzt mal so reinschaue, scheint eigentlich was mal zu klappen. Okay. Hier war die, ich hab schon drinnen. Bleib drinnen bitte. So. Jetzt versuchen wir uns mal, das dicke Kätzchen zu kümmern. Gedacht, dass ihr leer gefressen habt alles. Aber es ist nicht schlimm, wir haben genug Möhren. Wird zwar natürlich noch nicht reichen, aber Gott sei Dank, man muss sich nicht alles einmal füttern. So. Ja, hier haben wir doch noch ein bisschen was. Kommt. Sei nicht so zaghaft. Hä?
Okay, das wäre beinahe Wasser gewesen. Wäre ein guter Moment für Feen. Aber noch gerade zu schnell. Das fand ich eigentlich sehr schade. Die Pilze sehen so lecker aus. Aber kann man nichts machen mit. So. Komm, Futter. Futter wird größer. Komm. Er zittert zwar, aber es reicht noch nicht. Wir kommen wieder. Hm. Komm, ab mit dir. Oh, der ist voll. Schnell hoch. Weiß ich. Oh, das ist böse, aber okay. Da wir jetzt gerade keine Schleife brauchen, kann ich den mal mit Trost ignorieren. Das Einzige, was mich stört, ist das. Genau, das wird mich stören. Pouch. Da ist das Wasser gespielt. So. Und ich doch klatscht. Ah, neue Posten, ja, wenn wir auf der Farm sind, gucken, oder? Kauft das nicht, danke. So. Mit 17 Früchten jetzt noch extra, da wir kurz vom Platz sind, muss das ja langsam reichen. Komm, Kumpel. Yeah. Tadam. Und da ist der Schlüssel. So, jetzt hole ich mir die Rose an. Machen wir nicht alles voll Futter. Hier sind ja schon ein paar schöne Drops dabei. So, tschüssi. Machst du noch eine? Okay, jetzt sieht's gut aus. Solche Kisten kann man kaputt machen. Und da sind ja verschiedene Sachen drin. Hier war zum Beispiel Geld drin, okay. Und zwei Miezis. Davon haben wir genug. Tschüssi, Miezis. Ah, und hier haben wir Erdbeeren. Schade eigentlich nicht das, was ich jetzt so wollte. Die kriegt man woanders nämlich auch noch ganz gut. Na gut. Man kann nicht alles haben. Überlege ich, wie mache ich es am besten. Gehen wir am besten erstmal zurück, hier das Tor aufmachen. Wäre ich jetzt auch eine gute Gelegenheit, neues Gehege zu bauen. So, wir nehmen mit, was wir kriegen können. Noch haben wir schon Platz. Zack. Ja, was mache ich jetzt mit den Bären? Dann lagern wir sie mal. In Anführungszeichen. Wie noch brauche ich noch? Den Plot hingegen nicht. 6 Gold. Das ist gar nichts. So. Gehen wir wieder zu der Story, die wir im großen Video überspringen werden. Aber. So. Da drin noch besser als draußen. Ihr schmeißt euer Futter raus und haut auch noch ab. Jetzt lasst mir keine Wahl, sonst muss ich euch irgendwie ein Dach verpassen. Ist eigentlich schade, ich wollte eigentlich erstmal ein neues Gehege, aber wenn ihr mich nicht lasst, okay, die Möhren sind auch nicht so weit. Ah, das sieht man, der Plotz haben wir sammeln gerade. Das ist echt schon ein knuffiges Spiel. So.
Vielleicht reicht das sogar für ein Dach und ein neues Gehege. So, fangen wir jetzt 425. Okay, ist drin. Schau mal, da drüben wäre doch noch ein guter Platz für ein zweites Gehege. Doch. Sieht ganz nett aus. Und das kostet auch nur 250. Sollten wir allerdings noch nichts Großes reinlegen. Jetzt kommen wir jetzt nämlich auch mal zum neuen Gebiet. Und damit auch die ersten neuen Schleime kennenlernen. Ich werde deswegen jetzt bewusst nichts einsammeln. Wenn ich es vermeiden kann. Aber man kann sogar sagen, alles wieder loswerden. Okay, das stimmt nicht ganz. Wenn ich jetzt ein Hütchen finden würde, würde ich gerne noch mitnehmen. Weil die Fleischfresser satt zu machen, ist schon eher ein bisschen Arbeit. Bei Pflanzenfressern geht es halt mal schnell. So. Ihr lasst mir auch gar keine Chance. So. Nein, das ist mein Hühnchen. Weg damit. Die Kiste. Irgendwo, wo ich so viele rumhänge. Ja, gut, der wird nicht lange. So. Habe ich in die nächsten hier verfügen können. Aber das wird eine Weile dauern. Ach, ich erinnere mich jetzt auch. Die Erdbeersachen kann man vielleicht schon. Wenn ich mich recht entsinne, oder Quad, wie heißen die Quaderbeere? Okay, die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich erinnere mich leider nicht mehr ganz, was das Lieblingsfutter war von den nächsten Schleimen. Schon ein bisschen her. Aber was man hat, hat man. So. Ja, ich möchte meinen Schlüssel verwenden. Und da haben wir ein neues Gebiet freigeschaltet, genannt das Moosbeet. Ich muss auch sagen, das ist sehr schön geworden. So, ab in die Dunkelheit. Ja, hier haben wir die explosiven Schleime. Den möchte ich mich jetzt momentan noch nicht handhaben, die sind nämlich sehr schwer zu halten. Wie der Name schon sagt, die explodieren halt, machen sehr viel Schaden und man kann sie auch kaum im Gehege halten, weil sie halt immer durch die Decke dann springen. Ja, ihr seht, ich war gar nicht so nah dran. Ah, das Blaue, das sind die Paddelschleime. Aber gibt es da noch ein extra Gebiet für? Oh, ich bin ja schon wieder voll. Komm mal her, ich bin schon nicht so spät. Lasst mich in Ruhe. So. Ich habe jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, noch ein paar andere Sachen gerechnet. Aber anscheinend ist das noch nicht hier. Ich habe den runtergeschubst. Okay. Ich weiß nicht, geografisch, ich bin kreiskrank. Wunderbar. Irgendwo war hier etwas. Ich weiß, ich möchte euch ja auch gerne haben, die Nacht. Okay, also Explosiv- und Wasserschleime sind hier. Ich habe ehrlich gesagt auch ganz offen mit Honigschleim gerechnet. War mir ziemlich sicher sogar, dass die hier sind. Ja, okay, das ist die nächste Tor, die uns erstmal verschlossen bleibt. Naja. Jetzt sind wir da fast voll mit verschiedenen Hühnerarten.
seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oder kommt ihr vielleicht nur bei Tag raus? Kann ja auch sein. Da. Das. Ja, das ist doch das hier, unsere Begierde. Oh, da ist auch ein Goldstein. Frisst du Früchte? Der trocknende Goldblatt. Okay, ich muss schon hundlos werden. Jetzt ist die Frage, was wir am besten anschneiden können. Am besten mit dem Fleischfresser. Schauen wir mal in die Slimepedia. So, Slimes. Klar. Slime, Lago Slime, Logo Slimes. So, Honig Slime. Nahrung, Früchte, die Minzmango. Okay, das war also nicht die Beere. Aber Minzmango haben wir auch gerade eingesammelt. Das ist das Grüne hier. Die laufen also auch gut. Kombinationen, die alles gibt. Uff, das wird wohl ohne Jetpack nichts. Na, noch ein Fünfter. Hat sich geklappt, oder? Nee, ihr seid alle schon da gewesen, da haben wir uns da. Ah, ich erinnere mich jetzt auch wieder, wer die Minzbären mochte. Das waren die Phosphorschleimen, also die, die nur nachts auftauchen. Wenn ich so nachdenke, es gibt ja noch einen anderen Katzenschleim. Diesen Fleischfresser. Diesen werden so unsichtbar, das ist auch eine ganz interessante Sache. Vielleicht ist es gut, wenn wir die Honigschleime am besten mit denen kreuzen. Erstmal die Frage, wie kommen wir wieder hier weg? Oh. Gut, klar, das hier ist der Eingang, aber durch den kommen wir nicht mehr raus. So, rennen wir mal durch die Botanik. Da ist auch zu. Ach, immer weiter nach oben runter kommen sie alle. Das ist unser Lieblingstor. Okay, wo geht's hier raus? Bist du auch gestanden? Hey. Und du? Naja, so ist auch eine Variante, Hühner voll zu kriegen. Hühner. Machen wir am besten die Labyrinth-Taktik. Mal rechts abbiegen, wenn möglich. Nach dem vierten Mal wundert man sich, wo man ist. Okay. Jetzt sind wir schon. Ja, hieran erinnere ich mich. Ja. Schön, dass wir dann Sprinterstiefel kaufen können, sofern wir erstmal genug Geld haben. Weg nach draußen wäre mir jetzt aber erstmal primär lieber. Oh, ein Totenkopf-Symbol. Ist immer ein guter Weg. Ja, okay. Explosive und wütende Lagos. Ist auch eine schöne Kombination. Wow. Ah. Ich davon ausgehe, dass sie nicht so viel Ärger macht, sondern ich auch jetzt mal aufmerksam. Ah, das sind solche Kapseln. Das ist jetzt noch weit, weit weg, aber man kann die später öffnen. Da sind dann halt Sachen drin. Brauche aber erstmal die entsprechenden Schlüssel dafür. So. Hier waren wir definitiv noch nicht. Seid ihr irgendwelche Hühner, die ich halten kann? Nein.
langer, langer Weg. Gut, dass wir später Teleporter machen können, wie das da vorne ist. Und ja, wir sind wieder auf unserer Farm. So, erstmal, damit ich keinen Missbau Honigschleimer abliefern. Ihr kommt hier rein, meine Freunde. Die Minzmango heben wir uns mal auf. Können wir nämlich für die dann gleich anbauen, wenn wir einen Garten daneben pflanzen. Zack. 392. Ja, da das so viel bringt, hat es natürlich auch einen großen Grund. Die Golden kann man nicht halten. So, und haben wir unseren Garten. Und dann kriegt ihr dann Minzmangos. Mörlis wachsen ja auch schön. Oh, dafür, dass wir nichts reinlegen konnten, sind die eigentlich ganz ordentlich. Hier. So, sag ein Kumpel. Okay. Wollen nicht gierig sein. Wer soll die Essen nicht damit spielen? Na gut, ja, wahrscheinlich keinen. Die da mal halten können, versuchen wir erstmal hier ein bisschen hochzubauen. Okay. Ja, würde sagen, für Teil 2 war das genügend. Wir haben jetzt ja ein neues Gebiet mit den neuen Schleim gesehen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Dann geht's weiter und hoffentlich werden wir was finden, wo wir die goldenen Schleime kreuzen können. Ja, tschüss!